Das etwas größere Spielgerät hatten sich am Samstag, den 14. Juli, die Handballer des SC Magdeburg ausgesucht. Zum Start der Sachsen-Anhalt-Tour stand das Traditionsspiel gegen die alten Herren von Grün-Weiß-Möser an, wie immer auf dem Fußballplatz. Das Waldstadion war die Bühne, die auch in diesem Jahr wieder die Fans lockte. Für die Heimmannschaft der Saisonhöhepunkt, dafür haben sich die alten Herren auch mit einigen jungen Spielern verstärkt. Der SCM, frisch aus dem Urlaub und noch am Vorbereitungsbeginn, nimmt das Spiel ebenfalls ernst, auch wenn Taktikfuchs Bennett Wiegert ungewohnte Einblicke gibt. Also Taktik uns zuzutrauen, wäre fast schon überschätzt. Ja. Nein, also das ist jetzt schon Hobby, es ist Bewegung, sie sollen gesund sein, bleiben, sie haben sich ordentlich warm gemacht. Natürlich ein bisschen Siegeswillen mit Schulen, also wir wollen das Ding schon gewinnen hier heute. Aber über Taktik zu sprechen, das wäre wirklich anmaßend fast. Aber ein Spielsystem? Nein, auch das nicht. Auch das nicht. Man wird das gleich sehen. Das sieht bei uns manchmal so aus wie beim Kindersport, beim Fußball. Alle einen Ball hinterher, vielleicht ein bisschen sortierter. Aber sonst hat man eine klare Zuordnung zwischen Mittelfeld oder verschobener Neun oder Viererkette erkennt. Darf ich keine Hoffnung machen heute. Tut mir leid. Unorganisiertheit als Geheimwaffe. Die individuelle Klasse der Handballer soll es richten. Die Zuschauer in Möser sollten es erleben. Robert Weber, heute auf links unterwegs, sorgte ständig für Unruhe und war auch hier der Mann vom Punkt. Mit von der Partie war auch Albin Lagergren, auch mit dem Fuß eiskalt vor dem Tor. Die SCM-Kicker legten ordentlich los und überrollten Möser. Halbzeitstand 0:5. In der Halbzeit holen die Möseraner dann zur Motivation den Fanfarenzug Niegrip aus der Trickkiste. Und das wirkt. In Halbzeit 2 legen dann nämlich die Hausherren vor. Mit 2 Toren verkürzen sie auf 2:5. Wird das nochmal eng für die Hobbykicker? Nein, wurde es nicht. Der SCM legte selbst nochmal 3 Tore nach, 2 davon durch Daniel Pettersson. Der Schwede kam auf ganze 5 Tore in diesem Spiel, Rekord für das Traditionsderby. Auch Matthias Musche durfte per Strafstoß ran. Und sorgte ganz nebenbei für den Kampf in der Partie. Wie auch im letzten Jahr war er der einzige Akteur auf dem Rasen, der sich beim Schiri eine gelbe Karte abholte. Für ihn nicht so tragisch. Ach nee, das ist halt so, ja. Wenn du hart spielst und ein paar Fouls setzt, dann gibt's halt auch mal gelb. Aber im Fußball ist ja eine gelbe Karte eigentlich nicht schlimm. Angesprochen auf seine Freundschaft zum FCM-Torjäger Christian Beck sprach Matze übrigens von einer sehr gewinnbringenden Beziehung. Ja doch, ich erkläre ihm dann schon, wie Fußball funktioniert. Also geht es dann doch mehr um Fußball als um Handball? Naja, ich will ja, dass er ein bisschen besser wird im Fußball, weißt du. Finde ich gut. An den FCM wird also auch gedacht. Da steht einem erfolgreichen Magdeburger Sportjahr ja nichts mehr im Wege. Für die Handballer steht jetzt aber erstmal das Trainingslager in Halberstadt und am 20. Juli das Open-Air-Handballspiel gegen Leipzig in Aschersleben an. Wieder ein Derby.